So, hallo, wenn alles funktioniert, begrüße ich euch zu einem neuen SMW-Hack mit alten Leveln. Und zwar ist das folgendes. Die ehemalige, die Konfi, also ich glaube nicht, dass sie sich noch die Konfi nennen, aber die Leute, die bestanden haben aus Dark, Regiamoto, Mauch und wer auch noch alles dazugehört, wir werden es vielleicht in den Credits später sehen, haben ihre alten Level von 2015, 2016 rum so zusammengefasst und daraus einen vollständigen Hack gebastelt. Und den werden wir jetzt einfach mal Stück für Stück spielen. Denn ich habe ja gesagt, ich brauche so ein paar SMW-Hacks so für die Zeit des Unterrichts, falls ich zu gar nichts komme, dass ich zumindest vielleicht ein bisschen SMW aufnehmen kann, damit dieser Kanal ein bisschen lebt. Ja, und da unten sehen wir es jetzt auch tatsächlich. 2015, 2016, 2024, die Konfi. Okay, wir gehen rein. Es sollte auf, ich glaube, Very Hard spielbar sein. Wir gucken mal, was passiert. Die Mission Yoshi bekommen. Okay, das werden wir hinkriegen. Gut. Ja, es ist also, ne, ihr wisst Bescheid, jetzt ist wieder Unterricht. Und die erste Woche hat mich schon mal wieder eiskalt erwischt. Meine To-Do-Liste war nach der Eröffnungskonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr dieses SpongeBob... Ich habe gerade ein Problem, dass ich hier zwei Bildschirme gleichzeitig sehe. Wartet mal, ich muss mal hier OBS bzw. ZMZ hier rüberziehen, dass ich nicht die ganze Zeit alles doppelt sehe. Sonst weiß ich nicht, wohin ich gucken muss beim Spielen. So, so ist besser. So ist besser. Ich muss noch ein bisschen rüberziehen. Dann sehe ich, dass ich aufnehme. Aber kann auch nur ein Bildschirm. Ja, wäre viel, viel besser. Jetzt kann ich mich besser konzentrieren. Genau. Ja, wie gesagt, falls ihr dieses SpongeBob-Meme kennt mit dieser To-Do-Liste, die sich über den ganzen Raum aufrollt, so in etwa war das Gefühl nach der Eröffnungskonferenz. Und deswegen, ich versuche ab und zu mal was hier hochzuladen. Ich kann wirklich nichts versprechen. Also, na, ab und zu komme ich vielleicht mal dazu, gefühlt was aufzunehmen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Also ich merke jetzt schon wieder, ne, Schule hat begonnen und es gibt Dinge, die man halt tun muss. Man kommt dann zu nichts anderem mehr. So, ist jetzt aber erstmal wurscht. Darum soll es nicht gehen. Wir versuchen mal am Anfang noch, ohne Save States zu spielen. Ich weiß nicht, ob der auf Boden springt, aber ich traue mich nicht. Aber er muss ja auf irgendwas springen. Oh, wahrscheinlich auf eine Mancha. So. Wir versuchen mal noch ohne Save-States zu spielen. Sobald ich dann zu gestresst werde, ja, werde ich meine typischen Save-States anmachen. Wie man das halt so kennt. Ne? Aber erstmal versuchen wir noch ohne zu spielen. So. Ja, da habe ich das Leben schon schön verdüselt. Oh, die würde ich dann doch... Oh, Bruder! Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man irgendwo... jetzt will ich mal kurz nochmal gucken. Habe ich irgendwo sehen können, wer das Level gebaut hat? Ne, Peaceful Acres Nummer 1, Red Wax Range. Also ich sehe, glaube ich, nicht, wer das gebaut hat, ne? Nee. Aber ich sehe hier oben, also ich sehe hier oben zum Beispiel, da gibt es einen Haken und ein anderes Symbol. Vielleicht ist das für alle Yoshi-Coins. Also wenn es dafür sogar extra ein Symbol gibt, alles gesammelt zu haben, dann werden wir schon versuchen, das zu tun. Ich glaube, die haben so ausgesehen, diese Münzen. Können gleich nochmal gucken. Ich glaube, die haben so ausgesehen. Ja, erwartet auch bitte nicht, dass die Parts wahnsinnig lang werden. Ne? Also es ist wirklich so, dass ich einfach versuche, ein bisschen was aufzunehmen. Einfach, dass der Kanal... Ja, das ist ein Mancha, auf dem da steht. Einfach, dass der Kanal lebt. Und wir ein bisschen aktiver sind als vielleicht im letzten Jahr. Mal gucken. Ich würde aber natürlich auch gerne, also in 2 Wochen kommt das neue Zelda. Ihr kennt mich. Zelda ist für mich schon so ein Muss, ne? Ja, genau, das ist das. Das ist das Konfi-Symbol. Oh mein Gott, das sind Konfi-Münzen. Ich werde die nicht mehr Yoshi-Coins nennen. Das sind Konfi-Münzen. Konfi-Coins. Das klingt cool. Konfi-Coin. Feier ich. So, Link natürlich für alle, die nachspielen wollen, in der Beschreibung. Ganz klar. Und ja, ich glaube, hier sind wir vorhin gestorben irgendwo.
Ja, da bin ich nicht richtig. Oh, Bruder. Okay. Ich würd jetzt wieder anfangen zu raten und sagen, das Level ist von Dark, aber na, keine Ahnung. Dann ist wieder jemand beleidigt, wenn es nicht er ist. Ich kann es ja mal versuchen. Ich würde sagen, das Level ist von Dark. Aber wie gesagt, nicht sicher. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir zutrauen würde zu sagen, ich kann den Stil von allen, von denen kenne ich jetzt den Stil. Ne? So ist es jetzt auch nicht. Oh, Mist. Okay. Oh, uah. Ach, das war nur für den Check. Ah, das war eine Extra-Röhre für den Checkpoint. Okay. Interesting. Es kommt jetzt drauf an mit diesen Konfi-Coins, ob die auch gespeichert werden, wenn man stirbt oder nicht. Ne? Das ist auch nochmal wichtig. Das können wir kurz mal testen. Ich setze mal ganz kurz ein Save-State hier. Lass mich umbringen. Und dann gucken wir mal, ob ich die Coins, die ich jetzt gesammelt habe, bis zum Checkpoint noch habe. Weil wenn das nicht der Fall ist, wird es kritischer, die einzusammeln, ne? So, wir gucken mal. Ja, die sind weg. Das habe ich befürchtet. Okay. Also dann muss ich so einen Save-State setzen bei Midway Points, damit die Coins zumindest gesammelt bleiben. Ist in Ordnung. Gut. Das ist dann ja trotzdem, wie wenn ich sozusagen am Midway Point starte, nur dass ich halt kein Leben verliere und wir die Coins behalten. Also das werde ich schon machen, weil. Das ist dann schon was mir wichtig wäre. Dass ich nicht ein Level komplett ohne den Save Point spielen kann, weil ich die Coins alle haben möchte. Dafür versuche ich dann ja, wie gesagt, alle zu sammeln. Ich denke, das ist ganz okay. So. Okay. Oh, jetzt haben wir sowas hier. Ja, aber, also wenn ich mich so versuche an die Stile von den verschiedenen Leuten zu erinnern, und ich habe jetzt natürlich auch wieder nicht von allen jeweils Level gespielt, deswegen kann ich ja nur die erkennen, von denen ich schon mal Level gespielt habe, aber das fühlt sich irgendwie wie ein Dark Level an. Fühlt sich irgendwie wie ein Dark Level an. Weiß es nicht. Wäre noch cool, wenn es irgendwo so ein Ding gäbe. Ja, doch, das ist schon. Solche Sachen hier, das hat irgendwie Dark Vibes. Ich weiß es nicht. Kann mich irren, aber ich würde sagen, das ist Dark gewesen. Gut. Das war jedenfalls das erste Level. Ich kann mal gucken, ob ich hier verschiedene Knöpfe drücken kann, die vielleicht was verraten, aber das Select funktioniert nicht. Start geht auch nicht. Was gibt es noch, was man auf der Overworld drücken könnte? L und R. Nee, da geht nichts in der Richtung. Okay. Ich kann auch mal gucken, es war so ein Credits-Ding. Wartet mal, es war so eine TXT dabei. Häschen-Credits. Den da drin, wer welche Level gemacht hat? Nee. Da steht nur allgemein alles drin. Okay. Ja, gut. Dann, falls jemand von euch zuschaut, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer welches Level gemacht hat. Das würd mich echt interessieren. Okay, Peaceful Acres Nummer 2, Ups and Downs. Let's go. Wenn ich es überhaupt jetzt richtig verstanden habe, dass die alle Hex, also dass sie alle hier Level gebaut haben, vielleicht haben die auch gar nicht alle Level gebaut, sondern es haben nur zwei Level gebaut und andere haben sich dann um Overworld gekümmert und so weiter zum Beispiel. Das kann ja auch sein. Oh mein Gott, was tue ich? Was tue ich? Hilfe. Okay, also. Habe ich die Münzen hier kontrolliert vorhin? Das ist irgendwie verdächtig. Ja, habe ich scheinbar kontrolliert. Da ist nichts gewesen. So. Ups. Okay. Daran sind wir vorhin gestorben. Ne? Nee, an dem Maulwurf sind wir gestorben. Ich erinnere mich. So, jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du mich mal kreuzweise, Kollege. Das war nicht so gut. Okay. Aber jetzt wissen wir, dass da oben nichts ist, dann können wir hier direkt weitergehen. Und den erledigen wir jetzt gleich, den Kollegen hier. Und den Poki können wir auch gleich erledigen. Oder auch nicht. Okay. Noch ist es nicht schwierig, ich stelle mich nur an.
Dann machen wir das jetzt anders. Ah. So nämlich. Sehr schön. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Na, einfach auch erstmal, um auch wieder reinzukommen. So alles ein bisschen. Bruder, das ging viel. Ich habe die nicht so... Ich habe nicht gedacht, dass die so weit geht. Aber jetzt weiß ich es wieder, dass die weit geht. So. Okay, hier kann ich und muss ich rein. Power-Up wäre halt ganz nett. Der Boden? Ja, okay. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ja, Power-Up. Oh, Gott sei Dank. Das hat ganz schön gedauert, bis wir dem Level ein Power-Up jetzt bekommen hat. Und da ist es auch schon wieder weg. Perfekt. Och nee, 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 nee. No. Okay, gar nicht so einfach, das Level. Gar nicht so einfach. So, dich nehme ich wieder mit. Für den Kollegen hier. So. Jetzt würde es mich interessieren, ob man... Oh, nee, 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 nee. Was tue ich? Ob man... Nee, wo war das? Hier war es, ne? Ob man hier hochkommt, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Aber da ist auch eine Röhre. Verdammt, da ist auch eine. Doch, da kommt man hoch. Da kommt man hoch. Da ist eine Röhre. Das ist jetzt natürlich schon wieder verdächtig. Ne? Wir machen mal den kaputt jetzt. So. Das ist natürlich schon wieder verdächtig, dass da eine Röhre ist. Also kann man da theoretisch schon hoch. Hm. Und dich nehme ich mit. Und das Feuer, was gleich kommt. So nämlich. Aber immerhin hat mich das Feuer nicht erwischt. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay. Aber man muss schon vorsichtig spielen. Also es ist nicht so einfach, was sie hier gebaut haben. So, hier ist der Midway Point. Ich sehe das. Wir haben bisher 2 Münzen. Okay. Diese Röhre am Anfang, das, da kommt man hoch. Da muss man hochkommen können. Ich meine, mit einem Shell-Jump würde es auf jeden Fall gehen. Eine Shell kann ich auf jeden Fall mit nach hinten nehmen. Die Frage, ob das so gedacht ist, ne? Aber es würde gehen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier hoch soll. Ne, ich gehe manchmal nicht. Och! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich spule kurz zurück, damit ich meine Münzen noch habe. Bis zum Midway. Und setze hier mein State. Okay, es ist, ich wollte sagen, ist es ein Blind Jump, aber nee, ist ein... Ups. Ist eigentlich kein Blind Jump, weil das sind Münzen. Das passt schon. Naja, das hätte man sehen können. Das hätte man sehen können. So. Kriege ich gar nicht weg, die Pflanze. Oh, Bruder. So, da unten müssen wir rankommen. Da wäre Nummer, hoffentlich Nummer 3. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon eine verpasst. Das ist natürlich hier auch ärgerlich, dass man jetzt natürlich nicht weiß, ob man eine verpasst hat. Oh, was tue ich? Okay, hier kann ich hoch. Oder auch nicht. Och nee. Wo sind Münzen? Ja, da komme ich aber von der anderen Seite hoch. Okay, nach 6 hörst du auf, ne? 1, 2, 3, 6. Yes. So, dann komm mal her, Kollege. Helf mir hier hoch. Oh, das hat nicht so funktioniert. Okay, er hilft mir. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich wieder rein. Ja. Und es geht unterirdisch weiter. Och nee. So, tschüss. Wenn man ohne Stage spielt, ist man echt viel, viel vorsichtiger unterwegs, ne? So, da oben ist schon wieder eine Röhre, die ich das Gefühl habe, dass ich rein könnte. Ja.
Okay. Da komme ich jetzt hier raus. Aber dann weiß ich jetzt schon wieder nicht, ob ich was verpasst habe. Oh, da kann ich jetzt hier rüber. Okay, das wäre jetzt hoffentlich Nummer 4. Ach, jetzt bin ich hier. Ich verstehe. Okay, dann gehen wir wieder hier rein. So. Wenn ich hier normal weiterlaufen würde. Oh. Ich war da oben schon richtig. Das ist jetzt ärgerlich. Ach, ich war da oben richtig und ich habe mir sozusagen. Ich hab's gebreakt, in Anführungszeichen. Man braucht das Springboard nämlich gar nicht, um da hochzukommen. Ah, lol! Die Anfangsröhre ist für den Midway-Weg, dass man hier starten kann. Aber ich muss jetzt trotzdem hier laden, wegen den Münzen, den eingesammelten. Aber das ist jetzt voll gut, dass wir das gerade gesehen haben, weil ich dann jetzt nicht mehr nochmal das Level starten muss und überlege, wie ich da hochkomme. Dann kann man aber mit einem Shelljump das ja komplett breaken. Das ist ja auch interessant. Dann macht ein Shelljump ja eigentlich alles kaputt. Okay, das bedeutet aber auch, dass ich mit dieser Shell jetzt geschickt anstelle, da hochkomme. Okay, wir machen keine Shelljumps. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Es würde gehen. Ne? Mit Safe States könnte man es dann relativ easy breaken und wenn man gut ist, könnte man es auch so breaken. Ich bin leider nicht so gut, dass ich aus dem Stand immer einen Shelljump hinbekomme, deswegen lassen wir das natürlich bleiben. Außer ich komme. Ich würde es nochmal probieren, wenn ich groß hinkomme. Wenn ich ohne jetzt mein Power-Up zu verlieren hinkomme, würde ich es nochmal probieren. Also die Kosten würde ich auf mich nehmen, dass ich dann notfalls den Pilz verliere. So. Du kommst weg. Okay. Schade. Aber dann nehme ich die Shell zumindest noch mit. Die kann mir nämlich da unten auch helfen. Die kann mir hier auch sehr, sehr gut helfen. Okay. Feuer, I guess. Jo. Feuer sagt nein. Aber das ist jetzt ein bisschen kritisch hier, ne? So, dreh mal um. Her. Brauchen wir nämlich weiterhin nicht das Springboard holen. Sehr schön. So. Dann holen wir uns wieder die Münze da drüben. Und wissen jetzt, dass wir hier auf dem Weg wieder zurück müssen. Sonst verlieren wir Progress. Oh. Oh, wir haben eine Münze ausgelassen. Ärgerlich. Wo? Okay, ich hätte schon gern das Symbol da oben ausgefüllt. Ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Dann machen wir aber jetzt Folgendes: Immer wenn ich ein Level geschafft habe, spiele ich es mit Save State nochmal, um alle Münzen zu holen. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich hoffe, das ist okay. Also hier waren ja relativ schnell die 1 und die 2. Und die 3 war dann erst ganz, ganz spät. So, wir haben jetzt gelernt, wir müssen nicht hier hoch. Das hier ist sozusagen nur. Also wenn man es schaffen würde, hier hochzukommen, was wie gesagt mit dem Safe State gehen würde, könnte man einiges skippen. So, hier drin haben wir keine einzige Münze gefunden, richtig? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier eine Münze gefunden hätte. Also vielleicht gibt es irgendwelche versteckte Röhren noch oder sowas. Weiß es nicht. Oder kann man da runter? Das wäre aber dumm. Das wäre. Okay, wie hätte ich das sehen sollen? Kann ich von der anderen Seite, ne?
Ja, vielleicht hier so. Ja, okay. Ja, okay. Aber ich sag mal, die war für mich jetzt nicht so deutlich, dass die da sein könnte. Na gut. Dann wissen wir, wo die Münze ist. Ich denke, an der Stelle können wir dann auch kurz die Aufnahme pausieren. Und ich spiele kurz das Level wieder zu Ende. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn ich noch länger überlege, habe ich das Level aber auch schon wieder geschafft. Brauchen wir jetzt auch nicht extra pausieren. Ja, wenn wir schnell. Wir können jetzt. Jetzt können wir mit Save States die Abkürzung machen. Ja, komm, jetzt machen wir mit Save States die Abkürzung da hinten. Dann zeige ich euch das, was ich meine. Ups. Wie man da also schnell hochkommt. Und dann hast die Geschichte ja. Ja, aber das habe ich mir gedacht. Ne? Dann haben wir das schnell nachgeholt und die Münzen auch eingesammelt. Ach, was tue ich denn? Ja, das war's fast schon wieder. Ich kann das nicht mehr. Jetzt, sehr schön. Genau. Und jetzt ist man ja praktisch dann schon beim Ziel, wenn man die letzte Münze sich noch geholt hat. Wunderbar, da haben wir es doch auch schon. Sehr schön. Ich denke, auf die Art und Weise kann man die Level dann noch nachholen und dafür sammle ich aber alle Coins ein. Okay, a night out. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich sehe es gar nicht. Oh, Moment, ich muss OBS kurz mal hochschieben. 21 Minuten. Okay. Ich werde die Parts nicht versuchen, zu lang zu machen, aber so ein bisschen, ich sag mal so halbe Stunde, denke ich, kann ich mir leisten. Und ich sag's nochmal, erwartet bitte nicht, dass es gleich jetzt am nächsten Tag mit dem nächsten Part weitergeht. Na, ich nehme jetzt genau einen Part auf und dann widme ich erstmal mich wieder meinen schulischen Aufgaben. Oh, das war blöd. Ich hätte da mit Sicherheit Ah, er kommt nicht wieder. Er kommt nicht wieder. Ich wüsste übrigens nicht, also ich habe. Ja, da oben ist eine Münze. Okay, wir gehen kurz hier runter. Ich wüsste jetzt übrigens nicht, ich habe gerade überlegt, wen ich sagen könnte, wer den Level von gerade gebaut hat. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Reggie könnte sein, aber ich kenne halt nicht den Levelstil von den anderen. Ich kenne eigentlich. So richtig kenne ich eigentlich nur den Stil von Reggie und von Dark. Ich glaube, von denen habe ich mehrere Level gebaut. Ich könnte jetzt Mauch keine Level zuordnen. Ich könnte Mauls keine Level zuordnen. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, ja. Ich glaube, da bin ich raus. Aus dem Raten, wer welches Level gebaut hat. Ich glaube, wir lassen das einfach. Aber ihr könnt es gerne zur Aufklärung in die Kommentare schreiben, wer welches Level gebaut hat. Weil ich würde immer nur zwischen Reggie und Dark raten. Ich glaube ja nicht, dass ihr die einzigen seid, die hier Level gebaut habt. Ups. So. Wo ist denn ein Springboard? Das hätte ich doch an sich ganz gerne. Ah, ich weiß auch, wie ich da hochkommen soll. So nämlich. Und dann komme ich mit dem Kollegen noch höher. Aber da ist meine Coin. Da müssen wir wieder zurück. Da müssen wir wieder zu. Oh, Bruder, 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 Bruder. Okay. Ah, ich hol das Springboard von dort oben, um hier an die Coin ranzukommen. I see. I see. Ich finde es ja immer cool, wenn die Coins, ne, wenn die Coins schon sich verdient sind. Wenn die nicht einfach so auf dem Weg liegen, sondern man wirklich was dafür tun muss. Das mag ich ja schon. So. Nur dann wäre es halt schöner, sie wären auch gespeichert. Aber war jetzt hier scheinbar nicht drin, dieses Feature mit einzubauen. Okay, sehr gut. So. Ja. Vielleicht lassen wir diese Dinge einfach. Wir haben ja schon 4 Coins, also das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Halt, da oben habe ich eine gesehen, richtig? Ich glaube, da oben war eine. Warte, ich habe doch ein Springboard, ich Depp. Ich laufe mit dem Springboard rum und suche was, um da hochzukommen. Ich kann ja einfach hier das hinlegen und hier hochgehen. Haha, wir haben alle. Sehr schön. Müssen wir nur noch das Level schaffen. Oh, das war doch ein entspanntes Level. Das war doch ein sehr entspanntes Level. Sehr schön.
Okay. Dann können wir noch ein Level machen. Kirigakure. Ist, also. Ich meine, es gibt natürlich mehrere Gakure-Orte, aber ist das eine Anlehnung an irgendwas aus Naruto? Oder ich meine, es gibt natürlich auch, wie gesagt, es gibt viel mehr Möglichkeiten, etwas mit Gakura aufzuhören. Aber zumindest meine ich, dass es in Naruto einige Orte gibt, die mit Gakura aufhören. Ich weiß es nicht. So, oder es ist wahrscheinlich einfach so irgendwie asiatisch halt, ne? Von der Art her. Hat auf jeden Fall diesen Vibe. Ich weiß halt zum Beispiel jetzt gerade nicht, wie das Land des Nebels bei Naruto heißt. Weil das hat so Nebel-Vibes hier, so ein bisschen. Oh, das war nicht so gut. Oh, ich bin reingekommen! Nice! Das war ernüchternd. Nach der guten Leistung springe ich in die einzige Lücke, die mir das Spiel. Nach der guten Leistung springe ich in die einzige Lücke, die mir das Spiel bietet, und danach noch in die einzige wirklich auch ein Block große Lücke. Das war jetzt sehr interessant. Okay. Dinge passieren. So, rein da. So, hier drüben war nichts weiter, da? Nee. Hier war die Shell, die brauche. Nee, die brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja doof. Ich kann ja den hier machen. So. Jetzt können wir wieder eine Shell mitnehmen als kleinen Schutz. Oh, das war nicht. Oh mein Gott, gut, dass da Dings ist. Wasser. Okay, hier kann ich ein State setzen. Wir haben zwei Münzen bisher. Ich hoffe, das sind alle, die man bisher sammeln konnte. Hier ist Nummer 3. Gib mir den Pilz zurück. Da hat man kurz ein Lag. Keine Ahnung, ob man es gemerkt hat. Ich habe es gespürt. So. Okay. Was habe ich eigentlich aufgehört zu reden, als ich angefangen habe? Ne? Also es kommt das. Okay. Also es kommt das neue Zelda ja raus für die Switch. Jetzt kein großes 3D-Zelda im Sinne von ne, Skyward Sword oder. Ah mein Gott, was ist los? Oder Tears of the Kingdom. Nicht so ein Zelda. Aber ein Zelda, wo Zelda mal der Hauptcharakter ist tatsächlich. Also mit einem ganz neuen Gameplay-Stil. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Muss. Ob ich das dann genau zu, ne, sobald es rauskommt, schon spielen kann oder halt ganz ein bisschen dauert. Das ist alles wieder sehr stark davon abhängig, was dann zu der Zeit gerade ansteht. Aber, ja. Das wäre so ein Muss, was ich auf jeden Fall auf dem Kanal bringen möchte. Und dann kommt natürlich auch im Laufe des nächsten Jahres, glaube ich, dann Metroid Prime 4. Und auch wenn ich hier auf dem Kanal kein anderes Metroid Prime gespielt habe, ich habe halt privat alle Metroid Primes gespielt, deswegen 4 will ich auf jeden Fall spielen und wenn ich es eh spiele, kann ich es auch aufnehmen. Ne? Deswegen Metroid Prime 4 Mist. Mir fehlt schon wieder eine Münze. Okay. Also wir sind jetzt ja am Ziel angekommen. Ich setze jetzt einen State und gucke mal rückwärts, ob ich vielleicht. Lol. Die Münze hier verpasst habe. Ja, okay. Brauche ich den State gar nicht mehr. Sehr schön. Sehr gut. Das lief doch gar nicht so verkehrt. Okay. Also, ich denke, können wir es belassen. Halbe Stunde ist ein ganz guter Partlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es ist für euch soweit okay, dass wir einfach ein bisschen SMW zwischendurch mal spielen.
Na, je nachdem, wie es sich anbietet. Ich versuche immer mal ein bisschen aktiv hier zu sein, ein bisschen was zu erzählen. Wir gucken mal, wie es läuft. Vielleicht schaffe ich es mal mehr aufzunehmen, mal weniger. Grundsätzlich bitte nicht wundern, wenn nichts kommt. Irgendwann taucht halt immer mal ein Video auf. Also es lohnt sich trotzdem, glaube ich, den Kanal abonniert zu lassen. Danke fürs Zuschauen. Und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben für Algorithmus und den ganzen Müll. Tschüss.